möchte nicht ins Gefängnis. Mami! Mami! Ach, ja, Mami! Mensch. Zählen sich nicht so. Mama! Ja, hier, Astra, ne? Das ist mein Auto! Das ist mein Ernst! Nein! Dann zeigen Sie mir Ihren Ausweis. Der Ausweis ist in meinem riesengroßen Busen versteckt! Oh! Demnächst bitte richtig parken. Aber du hast doch wohl nicht mal alle Latten am Zaun hier, Psycho. Macht das dir Spaß, Leute zu ärgern, oder was? Soll ich die Polizei rufen oder entfernen? Ich rufe gleich die Polizei wegen Belästigung. Ich sorge dafür, dass du im Knast landest. Jungs, ihr wisst schon, ihr bekommt Ärger, ne? Aber wir bekommen Ärger. Von wem denn? Ja, von mir. Ja, da habe ich ja ganz große Angst vor. Weiß nicht, von wem du hier die Karre abgeschleppt hast. Du weißt schon, dass ich zur Chief-Gruppierung gehöre. Ja. Für einen Praktikanten haben sie ein ziemlich großes Mundwerk. Zwei ADAC-Praktikanten sitzen auf dem Baum. Sie knutschen rum, man glaubt es kaum. Wohl. Zwei ADAC-Praktikanten sitzen in ihrem schwulen Offroader. Man glaubt es kaum, machen rum. Was laberst du? Ich werde sie beide anzeigen. Bei der Polizei. Ich werde sie beide anzeigen. Was tun Sie das? Zeigen Sie das an. Wir zeigen sie alle an. Wir zeigen sie an. Wir machen das anders. Ich zeige sie an und währenddessen bluten wir jetzt die Eis für dich sein. Hättest du wohl gern. Scheiße. Kommen Sie mal bitte zurück und entkleiden Sie sich. Ja? Oh nee, ich glaube, ich muss wieder den Smacks holen. Nicht wahr. Also, so, ich erzähle mal die Geschichte, ihr Plattkopf. Mein Auto wurde einfach so beschlagnahmt. Ach, scheiße. Scheiße, warte mal. Ah, ihr habt jetzt nichts gehört, warte. Warte. Plattkopf, mein Auto wurde einfach so beschlagnahmt. Obwohl ich eigentlich auf dem Parkplatz war. Und eine Frau bin! Kennen Sie gut genug und wissen, dass Sie keine Frau sind? Doch, kein Taxi. Ich heiße Frau Asta! Asta, was? Wie reden Sie mit meiner Schwester? Wie reden Sie denn mit der? Ich bin seine Schwester und gleichzeitig Geliebte! Oh, wir haben ja heute ganz. Gib's mir jetzt haben hier, heute Baby. Zwei ganz lustige. Baby, hier und kennen jetzt. Kennen Sie beide gut genug? Muss ich wieder den Cracker holen? Scheiße, der ist eben, oder? Ole, nur die Ultra. Ja, der BSC, ja, der BSC. Dynamo, Pyrotechnik ist ein Verbrechen. Guter Tuning ist Herr kein Verbrechen. Ich hab Ihnen gesagt, Sie sollen das Weite suchen. Ich bin illegaler Scooter-Tuner. Ich bin illegal Scooter-Tuner. Ich würde Sie jetzt bitten, dass Sie diesen Platz für mindestens 30 Minuten räumen. Boah, was? Ja? 30 Minuten? Dann werde ich jetzt zum Checkpoint 2 gehen und dort für Recht und Ordnung sorgen. Da bin ich dabei. Auf geht's, Jungs. Auf geht's! Checkpoint! 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 LOL! Was machst du? Ey, Alter, das kannst du doch nicht bringen! Alter, ich hab dich gesehen. Herr Wachtmeister, wir haben ein Anliegen. Ja, was denn? Wir würden jetzt hier gerne pöbeln. Ich wollte noch anmerken, dass gerade der Tom und der Sören am Kupferhändler jemanden ausgeraubt haben. Ach so, stimmt das, der Tom? Jetzt rennt der Tom weg. Ich seh dir, wie die Markierung ganze Zeit die Treppen hochrennt. Also, ich werbe für ein Geständnis. Ach, das ist ein Wichser. Und dann der andere Kollege. Der ist natürlich geflüchtet, was meinen Sie denn? Also ich würde auch nicht stehen bleiben, wenn mir gerade jemand zusteckt, dass ich jemanden überfallen habe. Herr Don Davito, nehmen Sie sich in Zukunft in Acht, wir werden sehr viel pöbeln. Also Haruki ist der Sören. Ah, Herr Sören waren Sie, oder? Bleiben Sie mal bitte. Ihr seid so Wichser, Leute, ehrlich. Warum macht ihr denn sowas? Weil's witzig ist, Bitch! Asta, das war jetzt richtig unnötig. Warum denn? Bin ich für noch 17 Minuten im Knast und hab, also ich hab meine Klamotten zur Behandlung, aber hab die Waffe verloren. Jetzt haben wir keine Waffen mehr, um einen damit auszurauben. Ist ja für alle scheiße. Ist doch mega witzig. Nein! Ich find schon. Das hat mir echt viel Spaß gemacht. Werde ich jetzt auch jedes Mal verpfeifen. Und ich gehe auf den TS, wenn du jetzt irgendwas machst. Und geh in den Support deswegen. Das ist ganz schnell vorbei. Alle Hände hoch. Alle Beteiligten sofort die Hände hoch. Leg mal wieder deinen Rucksack hin. Wir möchten überprüfen, ob du noch irgendwelche Sachen hast. Waffen oder sowas, damit wir keine Angst haben müssen. Den Rucksack, genau. Wunderbar. Die Hose und die Jacke auch. Zieh das Hemd aus.
Sieht das Hemd aus dem Seehose aus. Mit wem haben wir es denn eigentlich zu tun? Mit dem Psychos habt ihr zu tun. Ich hab noch nie was von euch gehört. Da kommt übrigens noch was angefangen. Ja, kommt ein Samek. Anhalten, Überfall, raus aus der Karre. Sofort die Hände nach oben, Hände nach oben. Hände nach oben. Bitte. Sepp Panzer, wer ist denn Sepp Panzer? Also, ich verpiss mich, gell? Ich auch. Ich fahr übrigens weg, ne? Ich fahr mit Alex Karre. Oh, ich bin tot. Armin hat mich gebracht. Ich gebe auf! Die haben Panzer! Die sind mit einem Panzer gekommen! Mit einem fucking Panzer! Oh Gott, Tim, Gott sei Dank bist du da! Gott sei Dank bist du da! Ey, da kommt ja die ganze Kavallerie an. Hat nichts zu tun. War es das wert? Nicht wirklich. Finde ich auch. Wir hätten direkt abhauen müssen. Alter, ich sehe den Panzer. What the fuck? Gott sei Dank sind sie da. Ich bin so froh, dass sie mich herausgeholt haben. LOL. Was ist denn? Oh, der hat alle Bäume, um dich zu kriegen. Der Panzer. Ja, Tom, renn! Tom, du bist zu Fuß. Gib auf. Niemals. Los, Tom. Gib auf. Warten Sie mal, Ihr Kollege, Mann gegen Panzer. Ist das nicht ein bisschen, ne? Das ist nicht mein Kollege. Zum Glück haben sie ihn. Verfolgen Sie ihn. Er darf nicht entkommen. Ich respawn. Ich bin wieder in meinem Rohr. Ich glaube, er ist in dem Rohr dahin. Lass mal. Der ist ein Bulle, der ist ausgestiegen. Ich würde wegrennen, ich würde stehen bleiben. Tom gegen Tom heißt es jetzt, Revon. Hey, ich glaube nicht, dass er das gewinnen wird. Oh! Hat der Panzer mich wirklich gerade gerammt? Der Panzer ist kaputt! Ja! Ey, da war noch ein Rohr. Bist du tot? Ja, ich bin tot. Aber kannst du jetzt auch da? Ja, ich bin mit dem Auto gekommen und hab mir gerade Fisch gekauft. So. Da kommt der Panzer und rammt nicht. Oh, guck mal, Tom ist gefangen worden. Ja, ich habe mich auf der anderen Seite im Rohr versteckt. Nichts mit diesen Überfällen zu tun, ich war Opfer. Revon. Die anderen beiden sind jetzt draußen, ne? Jetzt box mich hier raus. Revon, fahr einfach. Das hast du mir schon mal angeboten. Und ich hab dir damals schon mal gesagt, dass ich dafür eine hohe Summe verlange. Ich habe was anderes. Was viel Wertvolleres. Dann schieß mal los. Liebe. Solange ich nicht Täter bin, ist ja auch alles gut. Oh, da haben die beiden Jungs aber sich gerade einen Ausguck verschafft hier oben. Mensch, wie ist denn die Luft da oben? Angenehm. Tom, wo fahren wir denn jetzt eigentlich hin, oder Revon? Ja, streng geheim. Ach so, der Sepp Panzer. Sepp, du bist doch der den einen da umgebracht hat, ne? Den einen Übeltäter. Könnte sein. Das war richtig gute Arbeit, Sepp. Ich bin froh, dass du die da umgebracht hast, weil... Boah, ich dachte schon, das ist mein Ende. Wirklich. Zum Glück seid ihr alle da gewesen, Jungs. Komischerweise. Gemeint, dass ihr den ausraubt, ha? Was? Nee, ich habe mich nur gewehrt. Das nennt man bei den Navy Seals. Sieh aus wie dein Feind, damit du nicht entdeckt wirst. Nein, ich hab die gleiche Kleidung wie die an, damit die nicht wissen, dass ich eigentlich gar nicht zu denen gehöre. Ja, warum stehen sie dann vor einem armen Zivilisten, der die Hände nach hinten hat und fuchteln vor ihm? Mit der Waffe rum? Also ich habe nicht gefuchtelt, das war erstmal eine Bewegung, die ich beim Kampfsport gelernt habe. Und zweitens habe ich den nicht bedroht. Wenn es hier vorbei ist, kann ich immer mit dem Ding ein bisschen rumballern. Boah, darf ich auch mit dem Panzer rumballern? Ich verspreche auch, ich bringe nur Zivilisten um, keine Polizisten. Ich muss gleich nach Hause essen. Heute gibt's Pizza und ich will nicht beim Pizzaabend zu spät sein. Denken Sie mich nicht neben ihn, sonst denkt man noch, ich wäre auch einer der Übeltäter gewesen. Dein Waffenschein, wo ist denn der? Mein Waffenschein? Das kann ich erklären, das ist ganz einfach. Und zwar... ist Folgendes passiert. Eines Morgens, also am heutigen Morgen, wachte ich auf, ja, ging mir die Zähne putzen, habe gegessen, verließ das Haus und anschließend, als ich zum Kavala Marktplatz fuhr, haben mich der Tom und die anderen Ganoven gekidnappt. Ich war natürlich perplex von der Situation und wusste gar nicht, wohin mit mir oder was mit mir geschehen würde. Dann haben die mir plötzlich diese PDW in die Hand gedrückt, mir diese weißen Klamotten angezogen und einfach mal gesagt, ich wäre jetzt einer von denen. Ich habe natürlich mitgespielt, um nicht in irgendwelche gefährlichen Situationen geraten und einfach mal dem Folge zu leisten, was sie sagen, um nicht umgebracht zu werden. Anschließend, meine Kameraden. Ich habe natürlich mitgespielt, um nicht irgendwie, wie gesagt, irgendwelche Bedrängnis geraten zu werden. Und dann sind sie zum Glück gekommen und jetzt stehen wir hier und jetzt können sie mich gehen lassen. Ja, nehmen wir einmal ihnen die Waffe schon mal vom Rücken runter. Ja, die haben wir schon mal. Die wurde mir in den Rucksack gesteckt. Ich wusste gar nicht, dass ich die habe. Sie dürfen mich jetzt nicht bestrafen. Haben sie auch die Waffe, auch keinen Waffenschein? Nee, aber meine Waffe hat auch keine Munition. Ja, trotzdem, dann werden wir den auch einmal abnehmen. Das heißt Waffenschein und nicht Munitionsschein. Trottel. Waffenschein setzt sich aus Waffe plus Munition zusammen. Waffenschein ist für die Waffe. Immer noch kann ein langes Messer sein, dann verschiedene Sachen, aber trotzdem. Oder mein Gemächt. Einer Raub und einmal Waffenbesitz ohne Waffenlizenz. Nee, Raub nicht. Ich habe ja keinen überfallen. Ich auch nicht. Sie haben das alles falsch verstanden. Wir haben ihn nur ganz kurz gebeten, auszusteigen, damit er unsere Autos reparieren kann, die auf der Straße stehen. Weil die waren alle kaputt. Das sind Karambolagen. Und plötzlich kriegt unser Kollege eine Kugel in den Kopf. Und wir natürlich gar nicht gewusst, was passiert, wollten abhauen. Zack, war der Panzer da. Und zack, waren wir jetzt hier. Ja, das, ey. Und ich dachte, mein Tag fängt gut an. Ja, bei meinem morgendlichen Stuhlgang dachte ich eigentlich, heute
ist alles perfekt, aber so wie es aussieht, nicht. Macht man ein Ticket von 180.000. Das Geld habe ich nicht. Habe ich auch nicht. Mein ein- und Anwalt möchte noch ein Ticket. Das steht draußen vom Checkpoint, wird aber nicht reingelassen. Das steht draußen vom Checkpoint. Glaube ich. Ja, das steht da, der wird aber nicht reingelassen. Die Gesetzeslage ist klar und. So klar wie mein morgendlicher Stuhlgang. Genau. Nee, der ist braun. Aber klar. Ich bin übrigens mit der Sunny liiert. Ey, wo fahren wir denn jetzt hin? Ich hab ein free Ticket. Lol, ich bin im Zammer. Altes Strafgefängnis. Hallo. Steht da drauf, wir werden ins Gefängnis gefahren. Ich bin mit der Sunny liiert. Die hat gesagt, ich darf das machen. Fragen Sie sie. Sie kriegen einen Tritt in den Hintern, wenn ich jetzt nicht abends nach Hause komme. Altes Staatsgefängnis. Ich finde es voll cool, dass sie sich so viel Mühe machen, um uns beide ins Gefängnis zu bringen, so mit Eskorte und sowas alles. Ja, wir hätten es auch anders machen können, aber weil wir so nett sind. Ja, hammer nice. Versuch mich zwischen den Bottom und den Zerweg zu quetschen, um ihnen klar zu machen, dass ich mich jetzt raushole. Du bist halt weg vom Messer. Ich bin hinter euch. Das schaffst du nicht dazwischen. Lol. What? Gute Idee, Patrick. Kriege ich meine Pistole wieder? Meine Waffe? Nein, weil sie keinen Waffenschein hatten. Was ist, wenn ich den Waffenschein kaufe? Kann ich den bei Ihnen abholen? Nein, dann können Sie sich eine neue kaufen. Was ist, wenn ich Ihnen sage, dass ich die Waffe jemanden gestohlen habe, weil ich jemanden umgebracht habe? Ja, dann kriegen Sie nochmal, glaube ich, nochmal länger im Gefängnis. Das war aber nur ein Spaß. Das war nämlich ein Doppelmord. Es war ein Doppelmord. Ich habe die Waffe geschenkt bekommen. Von mir. Genau, wissen Sie, wo er die hat? Von der Leiche. Von der Leiche. Wissen Sie, wie viele Leichen es waren? Tom, sag's ihm. 5. Okay, da haben wir kriegen sie 5-fache Mord, also 60 Monate. Dann passt es. Das war ein Spaß. Herr Rebern, machen Sie den Herrn Aster 18 Monate, ja? Nein, Mami! Mami! Jungs, wir sehen uns. Und dann gibt's Ärger. Ja, wir Konsequenzen. Sehen Los!